Hello everybody and welcome back to our Let's Play from Echo. The Chi is average at 2 and I would say that we can build some concrete buildings. I hate it. I want to kill me. Hä? Weg. 40, 80, 120. Chi, wo bin ich? Vier, nicht da. Vier, hast du doch selber gerade gesagt. Chi, wo bin ich? 6, 8. Wo bin ich, Chi? 10, 12. Ich muss zählen. Du offendest mich nie. 13. Ich offende 7, dich nie? 14, nein, du kannst mich nicht mehr finden. Bin auf ewig weg. Ich habe das ultimative Versteck hier. Du stehst unter mir in diesem Loch. Nein. Doch. Nein. Doch. Du findest mich hier nicht. Eigentlich ist es mir Latte. Och Mann, jetzt tu doch einfach mal mit. Nee. Ey. Oh, weißt du, immer diese bitter ernsten Aufnahmen. Ja. Hast du in deiner Bachelorarbeit nicht selbst noch ermittelt, dass emotionale Geschichten viel ansprechender sind, Madame Nanami? Nein. Du kennst meine Bachelorarbeit gar nicht. Du weißt nicht, was klaust du mir gerade meinen... Wie kann man denn so Scheiße einparken dann auch noch? Hallo, das ist real on one side. Also ist richtig hardcore am lazy strugglen und so weiter. Ich verwende gerade irgendwelche englischen Begriffe, damit es voll fancy klingt. Klingt's nicht. In keinster Weise. Chill mal deine Base, ja? Hm. So, 57 Sekunden und dann ist hier der Zement fertig. Zement. Und dann kann ich endlich wieder Stahlbeton machen. Und dann brauchen wir das Gebäude hier fertig bauen. Too hungry to work. Ah! Ich stell's mir halt wirklich auf Arbeit vor, wenn du wirklich dann da sitzt und dann random einfach den Stift fallen lässt und sagst, I'm sorry, I'm too hungry to work. Can't do anything. Nein, das passiert nicht. Was bist du eigentlich, Maismehl? Das fresse ich jetzt vielleicht eher nicht so. Maismehl. Bisschen trocken vielleicht. Mir ist so schön bumpig im Mund an. Ich muss so ein bisschen Maismehl lutschen. So. Ja, jetzt working. Oh, warum muss man denn da immer so viel klicken? So, 104 Stahlbeton reicht, glaube ich, für den Anfang. 13 Minuten. So. Okay, das habe ich komplett. Ich hoffe, dass die Dampfmaschine genug Power hat, damit sie bis nach oben hinreicht. Fortgeschrittene. Dafür brauche ich 1, 2, 3, 4, 5. You're too hungry to work. Hast du nicht gerade Maismehl gegessen? Wieso hast du denn immer noch Hunger? Ja, weil ich die ganze Zeit Work klicken muss und dann habe ich wieder kein Essen. Ich nehme jetzt alle Braten einfach mit. Ist mir egal. Wie sieht es denn mit unserer Eisennachschub aus, Chi? Keine Ahnung, dafür bist du zuständig. Das ist aber gerade schwer möglich, weil ich am Bauen bin. Ja, ich muss eh gleich nochmal gucken, weil ich was machen muss. Also, ich guck gleich. Okay. Warte mal, bewegen, kann ich das so, hier? So, dann wird das aufgemacht. Ich mach hier gerade nochmal eben 59. Achso. Oh, Kack. Ach ja, wir haben ja diese Kackkohle, die uns immer fehlt. Die Kackkohle! Weißt du, das sind so richtige Köttels auch an. Kackkohle! Das, was beim Spülen in der Toilette oben am Schwimmen ist, das ist Kohle. Kackkohle. Oh, ich kann die Leiter auch von hinten.
Was bist du denn? Schlacke. Okay, das weiß nicht, das, was ich erwartet habe. Was machst du hier, Schildkröte? Warum hast du deinen Kopf in den Ziegel gerammt? Vielleicht mag sie es hart. Vielleicht will sie auch einfach die Welt nicht mehr sehen. Verständlicherweise. Fühl dich. Oh, mein Beileid. Wie süß. Gesundheit. Ja, es niesen, dann kotzen. Ja, der berühmte Kotzennieser. Wer kennt's nicht? Müssen viele, glaube ich. Müssen auch sie sich nach einem Nieser öfters erbrechen? Das ist normal. Viele Menschen leiden unter Nieskotzern. Schreiben sie sich nicht ab. Denn auch sie richtig niesen. Okay. Wir haben gar keinen davon. Das ist jetzt belastend. Ist dir schon mal aufgefallen, dass dein Name Programm ist beim Niesen? Du bist doch der Erste, dem das auffällt. Das ist krass. Ich halte das für ein Gerücht, aber ich wollte es einfach nur mal ansprechen. Ja, das ist Wahnsinn. Ich war der Erste, der gesagt hat, dass du am Cheaten bist. Nein. Ach ja, wann hat denn jemand mal deinen Namen für Cheaten missbraucht? Dennis, bestimmt vor einem Dreivierteljahr schon. Dann, mein Name, überall, alles was möglich ist mit meinem Namen zu tun, wurde mit meinem Namen schon gemacht. Auch das Schießen? Ja. Ich wette, ich habe irgendwas habe ich geprägt. Nein. So war ich der dumme Mann. Ja, der dumme Mann, hast du geprägt. Wobei, eigentlich ist ja mein Ingame-Charakter, das ist ja der dumme Mann. Ich habe ihn. Hallo Chi. Hi. Ich habe ihn nur als dummen Mann beleidigt. Das kam von mir, ja. Ich weiß aber, warum feiert Lila den so sehr? Weil das keine Beleidigung ist. Also, wenn mich jemand als dummen Mann bezeichnen würde, dann wäre ich schon heartbroken, also. Du wärst hard broken. Kann man auch soft broken sein? Ja, das ist dann, wenn es nicht ganz so schlimm ist, ne? Crush the Iron Ore. Wie macht man denn nochmal Eisen, Himmel, Arsch und Zwirn? Was braucht man denn dafür? Eisenerz-Ski. Eisenerz, ja, okay. Ich habe gerade die Maschinen angeguckt. Oh nein, wir haben kein Eisenerz mehr, oder? Das ist ja das, was Ach, das Eisen herstellt. Nö. Ich auch. Mir ging's ums Eisenerz besorgen. Oh, sag das doch. Ich, Mann. Fall jetzt nicht in den Fluss. Ach, da steht er. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Warum nimmst du denn jetzt mal einen Wagen wieder mit? Was ist mit dem hier passiert? Guck mal, hast du Du bist so unkooperativ. Hast du hier mal eine Baustelle gesehen? Nein, will ich nicht. Diese zwei Baufossen, die ich aus irgendwelchen Gründen in meinem allerersten Lager noch hatte, habe ich hier einfach mal random aufgestellt, um die Unfallstelle zu markieren. Ist mir egal. Warum rödelt da drin eine Maschine? Weil die Maschine für mich rödelt. Chee? Die rödelt für mich. Hast du einfach produktive Sachen gemacht? Ja. Chee? Ich will fertig werden hier. Lass mich produktive Sachen machen. 30 Stück hatten oder wie viel brauchst du davon? 50. Okay. Deswegen produziere ich 50 nach. Okay. Du weißt schon, dass das zu Problemen führen könnte? Nein. Weil
Doch, weil ich das Eisen nämlich parallel auch für die Stahlproduktion angeschmissen habe und das sukzessive. Deswegen hole ich doch jetzt Eisen. Kackt mich nicht an jetzt hier. Hier ist doch eklig. Warum ich will vorankommen. So. Hier wird es produktiv gewesen sein sollen haben. Ach so, ja? Ja. Ja, sag das doch gleich. Wir machen jetzt Akkordarbeit, dann würden wir den Meteoriten da oben töten. Das kann es ja nicht angehen, dass wir nur noch 187 Tage dafür haben. Oh, das wird langsam Zeit, wa? Ja. Sag ich ja. Oh, komm schon, die letzten Stahlklümpchen, Stahlbetonklümpchen. Ich bin so froh, wenn das Haus da oben fertig ist, einfach. Der Betonklotz auf unserer Fabrik. Ja, wird nicht wunderschön schön sein. Ist. Ja, es war mir sowas von scheißegal, ehrlich gesagt. Wir haben doch eh gesagt, wir zerstören die Natur und alles. Ja, du, über das bin ich schon längst drüber hinaus, aber. Ja, dann müssen die Gebäude auch nicht schön sein. Dann müssen sie zweckmäßig sein. Sie müssen funktionieren. Ich spüre gerade so etwas wie meine Denkweise in unserem Farm Together Let's Play. Ich muss sagen, es ist ein bisschen gerührt. Ja, guck mal. Ich will dir eine Freude damit bereiten. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen bin. So. Jetzt lassen wir hier kicken und so. Okay. Ja, sehr schön. Average Room Tier, you have 2,99. Out of Needed 2,7. Das heißt, es funktioniert. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch Power Grid, das ist sufficient electrical power. Da muss ich gleich mal gucken, ob die Dampfmaschine funktioniert. Bevor ich das mache, muss ich aber erstmal hier was gucken, ob ich was überhaupt was produzieren kann. Dun. Und ganz wichtig, ich wollte noch ein bisschen Feuerholz nachlegen. Feuerholz. Hoppala. Ja, mach hau noch mal drauf. Ach so, Holz hole ich dir nachher auch gleich noch. Aber ich würde gerne erstmal noch die Elektronik anschmeißen heute. Ah, wegen dem hier. Ja, jetzt mach's weiter. Okay. Ja, klar, easy going. No problem. Es geht fancy lazy. Lazy Daisy. Ich hab Kopfschmerzen. Das ist irgendwie so ein Scheißtag. Ich habe heute nichts gebacken gekriegt. Ich habe heute sogar mal kurz so eine Stunde gearbeitet. Ey, nach. Oh, es hält bis hier oben. Sehr schön. Nach einer Stunde hat es mir halb den Kopf zerrissen. Okay. Dann wurde ich echt nur an Photoshop gearbeitet habe. Und kurz auf Facebook mit jemandem geschrieben, um ein Problem zu lösen. Okay, und ich habe noch eine Story gepostet und eine Notification eingestellt. Guck mal, ist doch schon einiges, was da zusammenkommt. Ich bin gerade fasziniert, dass ich das alles in einer Stunde gemacht habe. So, jetzt kann ich nämlich endlich die Fässer herstellen. Fass. Brauche ich Eisen. Haben wir noch irgendwo Eisen? Ja, ein bisschen was haben wir noch. Ein bisschen. Das Upgrade schon mal nicht so. Wie viel, wo kann ich denn modernes Upgrade 2 machen, sag mal? Mal. Kann ich das hier machen? Ja, nein. Ich brauche bei Industrie 4. Okay, das heißt, ich kann es aktuell noch nicht machen. Da muss ich halt erst Fässer so machen. Ja, Fass. Fass! Hasso! Okay, 5 Minuten, dann sind die Fässer fertig. Dann geht's da ja weiter mit Ölchi! Öl! Ölölölö! Ja, Ölverarbeitung habe ich ja gemacht, brav. Wie du es bestellt hattest.
Ja, die habe ich jetzt auch gerade gebraucht tatsächlich. Weil um Fässer herzustellen, muss ich wissen, was Öl ist. Ja, guck mal. Ansonsten kann der Typ keine Fässer herstellen. Ja, ist seltsam. So geht's mir auch. Mhm. Puh, okay. Das Gefühl, dass das Eisen halt dann irgendwann sehr knapp wird. Macht nichts, die erste Karre kommt wieder. Wow! Ai. Mayday! Jetzt. Ich wollte gerade Erde hinschmeißen. Sag mal, wie schaffst du das eigentlich? Ich weiß es doch auch nicht. Der Wolf hat dich gerade angegriffen. Mich? Ja. Er ist an mir abgeprallt. Es war kein Wolf, war ein Kojote. Also, das ist das Gleiche. Aber du hast trotzdem schon Eisen im Lager. Ja, langsam. Warte mal, bis du fertig bist. Damit ich es anstellen kann. Drängst du die jetzt einzeln? Ja, geht nicht anders. Oh Gott. Ich überlege gerade, ob ich die hier beim großen Schmelzofen eigentlich machen? So, ne, ich muss die erstmal. Ich muss die erst schütteln? Ich glaube, ich muss da irgendwie so ganz komisch. Ich muss erst Eisenkonzentrat. Ja, ich muss die erst einmal durchschütteln. Ich muss quasi das Eisenkonzentrat aus dem Eisenerz rausschütteln. Ja, das ist eine komische Vorgehensweise, wie man Eisen herstellt in diesem Spiel. Rushed Iron. Nee, wo war das denn jetzt? Da. Crushed Gneis. Crushed Gold. Okay. Crushed Iron Ore. Was denn jetzt nochmal? Ach ja, das war ja... Okay. Ich muss die erst klein malen, dann muss ich die schütteln und dann kann ich die zu Eisen einschmelzen. Ja, was super doof ist. Es dann den Wagen wieder aus dem Wasser holen. Ja, mach ich mal Gelegenheit mal. Sonst kriegst du kein Eisen, wenn du es nicht rausholst. Hast du ihn jetzt alles reingepackt? Noch nicht ganz, fehlt noch ein bisschen was. Ah, okay. Und dann lass mich wenigstens das Eisen anstellen, dann hole ich dir auch den komischen Wagen wieder raus. Das ist okay. Fahren wir dann auch mit Highspeed rein, obwohl ich nach hinten gedrückt habe. Mistding. Vor allem, ich hätte ihn ja schon mal ein bisschen länger noch festhalten können, dass ich ja. Ein bisschen Erde hätte runterlegen können. Ne? Ich habe nach hinten gedrückt und er ist einfach mit Vollspeed nach vorne. Ich drehe mich nur um mit der Schippe voll Erde, um mir zu helfen und sehe nur, wie sie einfach erstmal eine richtig ordentliche Larmplanschen geht. Kam mir schon ein bisschen verarscht vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin von dem Wagen auch. Oh. So, bist du fertig, Chi? Ja, 10 kommen noch rein. Du kannst schon mal anfangen. Ist drin. So. Elf Stück. Was aus dem ganzen Ding? Kann man jetzt 11 Eisenbarren machen, oder was? Nein. Ich kann daraus 4 und also 11... Stats machen, A4 Stück, also 44 Crushed Iron Ores.
die ich dann weiterverarbeiten kann. Okay. Das passt sich hinterher alles noch irgendwie wieder an, deswegen. So. Welcher Holzkarren war das denn jetzt überhaupt? Ich habe nicht nachgeguckt. Keine Ahnung. Warum stellst du ihn denn dahinter? Jetzt einfach hier hin. So. Vielen Dank. Hast du den jetzt echt Bumsbox genannt? Ich wollte halt deinen Karren kennzeichnen. Alter, diese Karren sind zum Kotzen! Macht man sich mal die Mühe und ist kreativer für die Dame und dann sowas. Ich hasse die Karren. So, ich trage mal die ersten... Ach nö, hier steht auch ein Karren. Ich fahre mal die ersten Fässer rüber. Ist okay. Ich glaube, eine Freude ist zu spüren. Ja, kein Platz mehr im Inventar, fick dich. Du machst gerade ähnliche Geräusche wie meine Musik. Ja, guck mal, passe ich auch voll rein. Ja. Ist nämlich gerade Electronic, ne? Ja. Ich glaube, dass das Minecraft-Geräusch wird da auch gut reinpassen. Oh, daraus ein Remix, das wir daraus müsste sich wahrscheinlich richtig freuen. Das ist auch bestes Geräusch überhaupt. Ah, ich bitte darum, dass du mir irgendwann das Soundsample schickst. Gerne. Das ist aber jetzt doof hier. Der Weg geht aber nicht bis nach ganz unten, Chi. Welcher Weg? Den du hier am Strand gebaut hast. Nee. Ich bin da mit dem Karren jetzt aber runtergefahren. Kann ich nichts dafür jetzt. Was soll denn der Scheiß? Der sollte nur bis zu den Bäumen gehen und der geht bis zu den Bäumen. Sag mal. Willst du mich eigentlich verarschen? Nee. Was du hier hin? Wir haben ungefähr noch 30 Milliarden Erdrahmen. Du kannst gerne noch 4 holen und den Weg da nach unten bauen. Gerade mal eben hier ein bisschen Platz machen, sehe ich gerade. Hilfe. Nicht mal Absperrung hat sie gebaut. Das ist ja Absturzgefahr hoch 10. Ja. Mein Kopf juckt. Natürlich genau unter dem... Unter Kopfhörern? Dem, ja, genau. Unter diesem... Diesen Querstriemen, der da drüber geht über den Kopf. Kann ich da jetzt das Lager hinsetzen? Nö. So. Falsch. Ja, passt. Sehr schön. So, dann hier. Zack, zack. Zack, zack, zack. Herstellung. Oh, was kann ich? Warte mal, ich kann doch hier bestimmt auch noch. Nee, kann ich leider nicht. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt hier noch einen. Spiel sagt nein. So ein Upgrade reinsetzen kann ich aber bei dem Ölbot und nicht. Was? Was? Ja, was los? Also die Ölbohrpumpe läuft, Chi. Ja.
Für 22 Petroleum braucht der 2 Stunden. Oh. Dann sollten wir die anschmeißen, wenn wir offline gehen. Oder läuft die jetzt einfach durch? Die läuft durch. Ah, der okay. Kann nur Petroleum machen, was anderes kann die Ölbohrpumpe nicht. Ach so, okay. Und was macht das dann jetzt hier? Ja, dann haben wir hoffentlich beim nächsten Mal, wenn wir anschalten, viel Petroleum. Oh Gott. Die Freuden von Ico. Das Problem ist aber... Du brauchst Petroleum jetzt? Nein. Das Ganze wird elektrisch betrieben von der Dampfmaschine, die gefühlt alle 5 Minuten neues Holz braucht. Und Modul, Upgrade, Erdölgewinnung. Ich muss hier auf jeden Fall in der Raffinerie das Maximal-Upgrade reinhauen. Vorher mache ich hier nichts, weil allein ein Benzin kostet schon 2 Petroleum. Wie gesagt, 22 Petroleum, 2 Stunden. Ich werde definitiv nichts bei der Raffinerie herstellen, bevor dass ich das Maximal-Upgrade drin ist. Apropos Maximal-Upgrade. Wo mache ich eigentlich Upgrade 3? Ich muss ja mal gucken. Hier ist auf jeden Fall Upgrade. Gibt's eigentlich den Eco-Speedrun? Ich frage mal aus reiner Neugier. Warum sollte sich jemand weiß den Eco-Speedrun antun? I don't know. Das Deutsche tun sich viele komische Dinge an. Vielleicht dann auch ein Eco-Speedrun. Weißt du, Chi, das meinte ich mit, man sollte sich nicht zu früh freuen. Hm. So. Hä? Warum hast du denn jetzt Crushed Iron Ore zu mir reingepackt? Ich hab gar nichts, ich bin gerade in einem Menü, ich hab nicht mal einen Lagerplatz offen gehabt. Das hast du höchstens bei dir selbst reingepackt. Ich war nur gerade so erstaunt, weil auf einmal Crushed Iron Ore fehlte. Ich hab das nämlich jetzt gerade angestellt. Wir haben es auch auf den Block gestellt, der schon belegt war. 44 Crushed Iron Ore, auf einmal verschwinden 4. Pupsala. Aber eigentlich wollte ich was anderes machen, ne? Du hast jetzt erstmal genug Eisen, ne? Wenn du gerade was anderes machen musst, dann schon. Ja, ich würde gerne die Bücher wirklich fertig machen. Weil dann kann ich dich nämlich mit dem ganzen Zeug auch mal unterstützen. Ich weiß schon, dass du die Sachen alle erst skillen musst, bevor du wirklich produktiv was machen kannst, ne? Ja, ist ja wurscht. Ja, ich wollte so sagen. Ich bräuchte mit Bewährungsstahl. Was, du bräuchtest Bewährungsstahl? Ja. Haben wir das hier? Wie viel Bewährungsstahl brauchst du denn? 30. Zusätzlich zu dem, was wir schon haben, oder? Nee, zusätzlich zu dem dann 16. Okay. Ich bräuchte auch die Stahlbarren. Brauchst du die gerade für irgendwas? Ja. Scheiße. Aber ich mach dir gerne neue. Wie viel brauchst du? 50. Brauch halt Kohle. Ich stell mal wieder die komische Kohle drüben im Ofen an. Ich glaube, ich habe mich mal ins Karren auf aus ihnen weggefahren. Hoppala. Upsi. Dann brauche ich nur wieder Holz. Das ist das gesamte Holz, was ich hier drin habe, für 125 Holzkohle ausgebe. Dauert eine halbe Stunde, Chi. Dann kann ich wieder Eisen machen. Das heißt, ich muss dir jetzt Holz holen. I'm so sorry. Also wenn du mir Kohle besorgen könntest, dann wäre es natürlich ein richtiger Schatz. Ne? Ja, dann, nee. Sag jetzt mal.
Die suche ich dir nicht nochmal. Hast du mir jemals Kohle gesucht? Letztes Mal. Hat nichts gefunden. Du hast noch meinen komischen Drehpinörpel. Ja, genau deswegen habe ich den. Was mache ich denn? Ach, wahrscheinlich an dieser komischen Stahlpresse, die ich gerade mache. Hoppala. 14 Holz. Achso, die sind schon fertig. Mal eben hier Woodpipes raus. Achso, ja, die habe ich dir reingepackt. Ja, das ist ja. Wie war es nochmal? 100 Woodpipes für 10 Sekunden oder sowas. Ja, ist ganz praktisch, weil die fressen ja eh so viel Stauraum. Dafür, dass du sie eigentlich für nichts gebrauchen kannst. Ja, du konntest daraus Mörtel machen. Toll. Eine Zeit lang haben wir Mörtel sehr viel gebraucht für die Lehmproduktion. Also eher nicht für die, also für die Ziegelproduktion, nicht Lehmproduktion. So, wir müssen die Folge übrigens beenden. Jo, tschüss. Tschüss.